Was geht, meine lieben Freunde, und willkommen zum nächsten Part von The Nightfall hier auf meinem Kanal. Und ich bedanke mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Und ja, ich bin gerade von der Arbeit gekommen. Wir haben es inzwischen 9:30 und wollte eigentlich schlafen gehen. Aber ich dachte, ey, heute ist noch kein Nightfall-Part rausgekommen. Ich schaffe das zwar nicht mehr, den jetzt zu drehen, zu rendern und heute noch hochzuladen. Also ich werde ihn heute hochladen, aber der wird wahrscheinlich irgendwo mitten in der Nacht erscheinen. Aber Leute, dafür gibt es doch ein Like, dass ich mich so noch reinhänge, damit es für euch noch einen Part gibt. Und genau, wir sind stehen geblieben das letzte Mal, wo ich mich so eingepisst habe. Und der Strom ist ausgefallen. Genau da waren wir gewesen. Der Strom ist ausgefallen. Und ja, ich denke mal, dass wir leider langsam fortfahren, das Haus weiter zu erkunden und schauen mal, was es so zu finden gibt. Ich würde jetzt schon vorschlagen, dass wir als allererstes einen Vorrat an Batterien und Kerzen und Feuerzeug, also Streichhölzern ansammeln, weil, genau, ist halt wirklich scheiße, komplett im Dunkeln hier rumzutappen und darauf habe ich halt überhaupt keinen Bock. Ich hoffe nur, dass wir dass wir das irgendwie überleben hier alles, weil ich überhaupt keinen Bock habe, mich noch weiter zu erschrecken. Da ist nichts mehr drin und da ist auch nichts mehr. Den Brief hat mir ja gelesen, wo drin stand. Es hat geklingelt, okay. Und das kennen wir ja eigentlich schon. Relativ selten steht da jemand. Nee, da ist keiner. Nee, da ist niemand. Okay. Hm, Kerzen, das ist natürlich auch gut. Du, mal gucken, vielleicht schaffen wir dieses Mal, ja, ein bisschen, eine ganze Stunde aufzunehmen oder so. Wäre natürlich mega geil. Damit wir hier auch mal ein bisschen vorwärts kommen, habe ich das letzte Mal schon gesagt, aber wenn halt schon ein Part fast 20 Minuten geht, dann gehe ich nicht das Risiko ein. Ich habe schon 10 Streichhölzer. Noch eine weitere halbe Stunde zu machen, weil man kann ja auch nicht abspeichern. Aber wenn ich halt sehe, dass die Einheit nur irgendwie so 10 Minuten geht. Fick dich! Scheiße, kam einfach so. Was kam da raus? Ich hab's nicht mal richtig gesehen. Verdammt! Scheiß Missgeburt, ey. War das ein Clown oder sowas? Nee. Oh, hier hängt noch ein Brief, Leute. Schatz, heute hat ein Bote ein Dreirad für Mike gebracht. Weißt du, von wem das kommt? Vielleicht von einem der Eltern aus der Schule. Ich hoffe, du hast das nicht von unserem Urlaubsgeld genommen. Okay. Hey, verdammt, hat mich der Scheiß erschreckt eben gerade. Wie viel Uhr haben wir es eigentlich jetzt? 7 nach. Ja, ist natürlich auch noch super, ne? Mist! Strom abgeschalten, aber das Telefon funktioniert noch. Im Arbeitszimmer waren wir schon gewesen. Im Arbeitszimmer waren wir schon gewesen. Wer hat die da? Was macht denn das Scheißteil da? Hallo? Verpiss dich. Nein, ich hab keinen Bock. Was war das? Alles klar, Jerry. Was? Nix. Ich habe schon 10 Streichhölzer. Wir brauchen auf jeden Fall noch Batterien, glaube ich. Hey, kommt einfach so ein scheiß Clown aus dem Klo. Wer rechnet denn damit? Ist hier irgendwas? Da, Batterien. Okay. Ja. Ich bin übrigens jetzt auch nicht mehr mit Fraps am Aufnehmen, sondern mit OBS, weil ich mit der Qualität von Fraps absolut nicht zufrieden war.
Ja, weil es war einfach so eine leichte Bewegungsunschärfe, wenn man sich bewegt hat. Und vielleicht ist euch das auch schon aufgefallen. Deswegen habe ich gedacht, ich wechsle mal das Programm, das Aufnahmeprogramm zu OBS. Habe mich da ein bisschen rein informiert sozusagen mit Tutorials und so. Und ja, genau. Oh, wow. Ist das denn sein Ernst? Steht er da unten? Steht er einfach da unten und kriegt ein Grab? Hallo? Hallo? Das ist dem scheißegal. Ja, ganz geil. Ich habe schon 10 Streichhölzer. Oh, ich habe immer Angst, wenn wir durch die Türen gehen, dass da nicht wieder so ein scheiß Jumpscare auftaucht. Hier ist nichts mehr. Wir müssen den Angstschweiß überdecken mit Deo. Noch eine Diskette? Die sind aber auch nicht hier. Was zum Teufel war das denn jetzt? Aua! Die sind zugefroren. Dein Ernst? Und wo kommt jetzt die Musik? Hat er sich gerade bewegt? Ey! Als ob da jetzt so ein Eiswagen steht! Oh, da liegt noch ein Brief. Maggie, ich kann hier nicht sitzen und warten, bis die Polizei sich meldet. Ich rede noch einmal mit den Nachbarn. Irgendwo müssen unsere Kinder ja sein. Die Raytheons von denen ich immer so Straße müssen alle da sein. Jetzt ist der Strom ausgefallen. Da sind sowieso alle aufgewühlt. Ich gebe nicht auf. Ich finde unsere Kinder. Warte hier auf mich, wenn du zurückkommst. Was? Was für ein Scheiß? Und das im Bad eben gerade. Ich wette, da war wieder ein Jumpscare oder irgend sowas. Und ich habe nur zufällig nicht in die richtige Richtung geguckt. Steht der jetzt da? Ich meine, der Eiswagen steht ja auch da unten. Nee. Der ist weg, der Eiswagen. Ist der Typ da noch sein Grab am Buddeln? Scheiße, der ist nicht mehr da. Fuck you. Ich habe Streichhölzer verschwendet. Ich hol schon... Ja, ist okay. Ich hole schnell ein paar Streichhölzer noch aus dem Kinderzimmer. Hier müssten noch welche sein. Perfekt. Oh, fick dich doch, Mann. Was das Teil ist, das weiß ich immer noch nicht. Ich will mal schauen, ich hab morgen frei. Das heißt, ich werde heute wahrscheinlich die ganze Nacht aufnehmen. Und vielleicht schaffe ich sogar, das Spiel fertig zu bringen, wenn ich nicht an einem Herzinfarkt bis dahin gestorben bin. Und ja, falls ihr andere Vorschläge habt, ich würde gerne, ich tue ja immer mehrere Projekte machen auf meinem Kanal. Und ist okay. Also sicher ein Projekt wird immer so ein bisschen wie hier so ein bisschen Horrorgame-mäßig sein. Also falls ihr irgendwelche Vorschläge habt, was ihr spielen könnte oder was ihr gerne bei mir sehen würdet, haut mir das mal in die Kommentare rein und dann schaue ich mir das Spiel mal an, ob das was für mich ist. Genau. Wie gesagt, wenn ihr Vorschläge habt, einfach in die Kommentare reinhauen. Oder allgemein, wenn ihr Spielvorschläge habt, könnt ihr das in die Kommentare reinhauen. Muss jetzt nicht ein Horrorgame sein. Aber wenn ich das abgeschlossen habe, werde ich garantiert ein weiteres spielen. Weil ich will probieren, einfach ein paar mehrere Genres einfach abzudecken dadurch.
sollten wir mal in den Keller gehen. Also in die Garage. Hier ist nichts. Hä? Habt ihr das gehört? Aua! Das Dreirad rollt hier auf mich zu. Verarsch mich doch nicht. Was ein Scheiß. Okay. Mann. Gehen wir nochmal ins Arbeitszimmer. Irgendwo muss ja noch ein Brief versteckt sein. Jetzt haben wir wenigstens noch Streichhölzer, das ist gut. Noch ein bisschen Licht hier. Wenigstens etwas, kann ich auch die Taschenlampe sparen. Jetzt können wir mal gucken, ob wir hier noch Batterien finden. Okay. Oh, nicht schon wieder. Aber das ist ja nichts. Ich glaube, das ist einfach. Kommt einfach so. Wie viel Uhr haben wir es? 25. Aber hier ist nichts. Und der Regen und der scheiß Blitz und Donner macht es nicht besser. Telefon geht nicht. Wo können wir denn noch gucken? Ein paar Batterien wären trotzdem nicht schlecht, weil ich habe jetzt schon wieder die Taschenlampe gebraucht. Aber wenigstens, ich schwöre, wenigstens haben wir hier Kerzen. Ja, erstmal hier eine Buddel rumtrinken. Damit wir nicht an Herzversagen sterben. Ich bin es halt aber auch nicht gewöhnt, so Spiele zu spielen, ne? Ich habe sonst früher immer einfach nur so RPG-mäßig gespielt und sehr, 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 sehr selten so Games gespielt. Und ich habe das schon früher ganz gemerkt, wo bei uns in der Schule, wo gerade dieses Slenderman-Game so mega in war vor einigen Jahren. Ist auch schon so 6, 7 Jahre her, glaube ich. Ey, ich sag euch, ich bin gestorben von dem Scheißspiel. Und wir haben das am Tag zusammen in der Schule gespielt und ich bin gestorben. Ich schwöre, ich bin einfach so schreckhaft, was so Zeug betrifft. Aber es macht es natürlich auch spannend. Also es ist natürlich krass, dass so ein Game so krasse Emotionen, also, oder Reaktionen hervorrufen kann, ne? Ich meine, es passiert ja eigentlich nicht mal so viel, aber das spielt halt viel mit der Psyche so ein bisschen. Man denkt, man hat was gehört und könnte hinter der Tür was sein, weil mal was passiert ist. Und das fickt natürlich, ne? Okay. Okay. Ist ja okay. Da steht jetzt schon wieder diese scheiß Puppe. Oder stand die jetzt. Oder war die vorhin noch da und dann wieder weg? Oder. Ach, ich weiß es nicht. Den Clown habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen. Aber dass wir auch nicht mehr in den Garten kommen, nur weil es regnet, oder wie? Gut, der hat ja abgeschlossen, aber keine Ahnung. Ja. Ich hoffe, ja. Ja. Nee, nee. Ich glaube, hier oben ist jetzt gerade nicht mehr so viel. Waren wir eigentlich auch? Gucke ich jetzt nochmal. Da macht es sicher wieder Bing. Nee. Wieder Licht ein bisschen machen. Ja, aber ich denke, das. Ja. Ich
Ich glaube nicht mehr, dass noch so viel passieren wird. Ja, ja. Ich bin weg. Scheiße. Was war das denn? Aua! Was? Hä, ist das gerannt oder hä? Ey, das muss ich mir später in der Aufnahme... Oh mein Gott, was war das? Das muss ich mir später in der Aufnahme nochmal angucken. Nee. Ah, ah. Hier liegt noch ein Brief. Made in USA by Bikes for Kids. Ah, das war ein Dreirad. Gekauft am 3. November 1969 im Smith & Sohn Bikerstore. $79,99 inklusive Steuern mit kostenlosem Lieferdienst. Persönlicher Gruß des Käufers. Hier ist das Dreirad, das du dir gewünscht hast, Mike. Viel Spaß damit. Ich liebe es, Kinder zum Lachen zu bringen. Mit besten Grüßen. Ein fröhlich grinsender Freund. Wieder so krank, ey. PS, wenn du Lust hast, drehen wir bald unseren gemeinsamen Film. Was denn für ein gemeinsamer Film? Ein Dreirad kannst du natürlich mitbringen. Wow. Oh. Okay, wir haben es 2:30. Wie lange nehme ich denn auf? 17 Minuten. Ja, ich kann probieren, jetzt noch einen Part aufzunehmen. Vielleicht geht das. Ey. Ey, ich schwör, was kam da auf mich zugefahren? Keine Ahnung, einfach, ich guck's auf den Boden und so, kommt so eine Missgeburt angefahren, ey, wie so ein Geisteskranker. Nein. Ey, scheiße, leck mich doch im Arsch. Ey, mir rutscht das Herz manchmal echt in die Hose. Ja, komm, das machen wir noch hier. Noch 3,5 Stunden bis zum Tagesanbruch. Boah, leck mich doch, ey. Tut mir leid für die Kraftausdrücke, aber manchmal kommt mir halt nichts anderes raus als das. Wow, okay. Jetzt ist natürlich die Frage, wo gehen wir jetzt wieder hin als nächstes? Ich nehme mal die Taschenlampe wieder raus. Wobei, hier kann ich sie sparen im Wohnzimmer. Scheiße. Schnell Licht machen. Ich habe keine Kerzen mehr, Mann! Scheiße! Tut mir leid. Hier, tipptopp. Im Arbeitszimmer? Auch nicht. Aber Kerzen vielleicht? Nee. Mensch. Ich muss hoch. Mann, ich schwöre, die Taschenlampe macht es aber irgendwie noch schlimmer, als wenn ich ohne Licht spiele. Da sieht es nämlich einfach aus, als hätte ich die Helligkeit runtergedreht. Da ist wieder dieses Scheißteil. Okay. Oh, ich habe immer so Schiss, durch die Türen zu gehen. Ja, Jerry. Was hat denn da so geknarrt? Aua! Was geht denn hier ab? Mama? Papa? Warum habt ihr uns nicht gesehen? Wir haben geleuchtet. Was geleuchtet? Hä? Okay. Wir kommen hier nicht raus, okay. Mal ein bisschen Licht machen hier. Was ist das? Da leuchtet doch gar keiner mehr. Oh,
Ey, ich schwör's jetzt an, als würde einer hochklappen. Ist das ein Morsecode? Boah, ich schwör, ich hab's Gefühl, da leuchtet einer hoch. Hör doch auf. Muss ich da zurückleuchten, oder wie? Hallo? Ja, wartet mal. Oder vielleicht muss ich das nachleuchten, was die machen. Kurz, lang, lang, lang. Kurz, lang, lang, lang. Nee, kommt nichts mehr, oder? Kurz, lang, 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 kurz, kurz, lang, 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 kurz. Hä, komisch. Nee, scheint nicht zu funktionieren, oder? Aber ich kann ja aber sonst nichts machen hier. Ich kann ja nicht raus oder so. Ich muss ja irgendwas mit den Taschenlampen machen. Warte nochmal. Vielleicht muss ich mit dem Fadenkreuz genau da drauf irgendwie oder so. Also kurz, kurz, lang. Kurz, kurz, lang. Kommt eine Antwort. Kurz, kurz, lang. Kurz, kurz, lang. Nee. Hä? Eins, zwei, drei. Lang, lang, kurz, lang, 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 kurz, kurz. Tut sich da was? Nee. Vielleicht muss ich das Licht ausmachen hier. Kurz, lang, 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 kurz, lang, kurz. Also kurz, lang, lang. Vielleicht muss ich ein bisschen übertreiben. Kurz, lang. Jetzt, tipptopp. Okay. Haben die Kinder versucht, mit einer Taschenlampe auf sich aufmerksam? Mehrere Minuten. Vergeblich. Im Haus gegenüber? Fuck. Nachbarn verreist. Oh shit, ey. Krass, wir haben jetzt noch. Oh geil, wir haben es noch eine halbe Stunde geschafft. Ey, easy, Leute. Dann denke ich mal, dass ich mich anstelle von euch verabschiede. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, Leute. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und sagt mir mal, wie ihr die neue Qualität findet. Ich habe jetzt ein bisschen die Bitrate hochgedreht und ich glaube, die Qualität sollte jetzt noch ein bisschen besser sein. Also kräftigere Farben, deutlicheres Bild und genau, sagt mir mal, wie ihr die Qualität findet. Und vergesst nicht, mein Video zu bewerten. Und ich hoffe, ihr schaltet auch zum nächsten Part wieder ein. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Euer Nier. Ciao.